Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute den 5. November 2022 und zu Gast diesmal Professor Dr. Dr. Enrico Ehninger. Schönen guten Abend, Enrico. Guten Abend, Norbert. Nett hier zu sein. Ja, danke schön. Zunächst, die Menschen interessieren sich dafür, wo seid ihr jetzt? Ich habe gehört, ihr seid umgezogen. Ja, wir ziehen jetzt von Friedrichshafen um nach Immenstadt, ist noch ein bisschen näher am Bodensee. Also ebenfalls am Bodensee. Und ihr nehmt alles mit, Cosinet-Spiegel, genau. Biotron und so weiter. Ja. Wobei die Räumlichkeiten noch ein bisschen heller sind. Das war mir auch wichtig. Ah ja, sehr schön. Ja, in Belgien, denn jetzt schon, fangen viele Leute an aufzuwachen, viele Geimpfte, und erkennen, dass sie einen gewaltigen Fehler gemacht haben und fragen sich, was können sie tun, wie kann man, ist das überhaupt reversibel? Und viele beziehen sich da auf die Quinta Columna und die geben 5 Nahrungsergänzungsmittel wie L-Glutation, Zink, Vitamin D und so weiter. Ja. Ist das ausreichend? Hilft das? In keinem Fall. Also muss ich den Körper vorstellen. Also ich gehe jetzt auf eine Forschung zurück, die vor allem der Professor Pöbeler geleitet hat in Kalifornien und an der Uni Oulu in Finnland. Ja. Und der ist ja so verrückt, der hat sich dann selber impfen lassen, um zu wissen, ob seine eigenen Verfahren das auswirken wirken. Ja, da gehört ja schon was dazu. Ne? Ja? So radikal ist er dann in der Wissenschaft. Und es wird also alles sehr, sehr genau untersucht. Ja? So, und ursprünglich ist es also so gewesen, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, ja? Dass man eigentlich ein Produkt in Kalifornien hergestellt hat für die Langlebigkeit. Ja? So, und da gibt es also bestimmte Kriterien, genau, um das zu erreichen. Was ich von vornherein schon mal sagen kann, die Hormone sind es nicht. Das ist also ein retrograder Faktor eigentlich, sondern es sind vor allem Teile des Immuns und des Entgiftungssystems, die entscheidend sind. Zum Beispiel das sogenannte AMPK ist eigentlich im Grunde genommen, ja, ist es ein Enzym. Also jedenfalls ein eigentliches Naturwunder. Ja. Es ist die Mutter von ATP. Und wenn wir genügend ATP haben, können wir auch ewig legen. Ja. Das hat Karel schon zeigen können, der Nobelpreisträger 2011. Dass also die Mitochondrien, vor allem die Röhrensysteme, die in den Mitochondrien drin sind, die mit hexagonalem Wasser gefüllt sind, dass die eigentlich entscheidend sind. Also das hexagonale Wasser steht über allem. Ja? Aber da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Also das AMPK moduliert schon mal das ATP. So, dann das Zweite ist, dass zum Beispiel eine sogenannte Entglykosylierung entscheidend ist. Das heißt, wir verzuckern alle wie die Wahnsinnigen. Ja? Was dazu führt, dass wir ab dem 25. Lebensjahr 1% weniger Muskelmasse jedes Jahr haben. Ja, 1% weniger Proteine, wir schalten die einfach aus. Die Nieren sind beim 40-Jährigen nicht mehr wie beim 20-Jährigen. Ja. So, und das heißt also, diese Zuckerstoffe, die wir produzieren, können auch nicht mehr an die Rezeptoren andocken. Ja. Das heißt also, wenn man schon die Zellen von 30-Jährigen sieht, dann sehe ich überall in den Zellrändern, in dem eigenen Kommunikationsteil eigentlich der Zelle, sehe ich überall Einrisse von sogenannten Radikalen. Radikale sind Stoffe, die Minusladung entzogen bekamen und selber natürlich nach diesen Minusladungen geifern. Ja? So, die stärksten Radikale werden produziert durch Elektrosmog, vor allem durch 5G, das ist eindeutig. Ja? Und natürlich durch Chemtrails, durch Essen, durch verkehrte Partner und was weiß ich was alles. Also alles, was einem belastet, auch mental, psychisch, glaubt Stress. Einem im Grunde genommen Minusladungen. Ja? So, und das sieht man dann immer an den Zellen. Zum Beispiel ist also untersucht worden, bei Kindern schon, die mit 7, 8, 10 Trennungserlebnisse erlebt haben mit ihren Eltern, ja, dass diese Zellmembranen völlig vorgeschädigt und ganz anders aussehen, wie bei gleichaltrigen Kindern, die unter gleichen Bedingungen nur ohne die Trennung einfach aufgewachsen wurden. Also man darf das mental nicht unterschätzen. Ja. So, und das heißt also, wenn die Zellränder zerrissen sind, was praktisch bald ab 25 schon der Fall ist, ja, vor allem durch Handy natürlich jetzt noch stärker, dann können diese Rezeptoren nicht mehr arbeiten, um Insulin aufzunehmen. Das heißt, immer wenn ich jetzt Kuchen esse, muss ja Insulin ausgestoßen werden. So, das Insulin kann dann an die Zellmembranen normalerweise andocken. Ja? Und dann erst geht der Zucker, also der Kuchen, so im übertragenen Sinne, in die Zelle hinein. Die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, fressen das und produzieren dann dieses ATP, also diese Energie. Das wäre der normale Zustand. Den haben aber nur noch 25% der Menschen.
75%, unabhängig vom Alter, das ist seit einigen Jahren belegt worden, haben das Problem, dass die Zellmembranen so zerrissen sind, dass die Rezeptoren nicht mehr greifen. Das heißt also, das Insulin kann nicht mehr andocken. Ja? So daher kommt der Zucker nicht mehr in die Zellen hinein. Ja? Das heißt also, zuerst mal wird die Zelle dann versäuern, die bildet also Laktat, bildet einen riesen Säureball um sich herum und fängt an, die gesunden Zellen abzusaugen. Und so pflanzen sich natürlich dann die ganzen Degenerationen immer weiter fort. Das zweite Brutale ist eigentlich, dass das Insulin, das ja nicht mehr an diese Rezeptoren andocken kann, ja, weil die Tür ja zu ist, also weil die Rezeptoren weg sind, selber in die Blutgefäße, in die Wände hineinläuft, die dann verdickt, ja, und die Blutgefäße so verändert, dass im Grunde genommen die Zellen, die ja durch die Blutgefäße, durch die Wände der Blutgefäße hindurch ernährt werden, nicht mehr ernährt werden können. Ja. So, dann hilft natürlich der Körper sich vermeintlich selber, indem er den Blutdruck erhöht. Ja, weil die Wand ist ja viel dicker als vorher. Na, die Rohrwände sind also viel dicker. Und er muss ja durch die dicken Wände jetzt hindurch, also Nahrung hindurchquetschen, um die Zellen noch entsprechend zu ernähren. Aber das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Ja? Dann erhöht er natürlich den Blutdruck. Was macht der Internist? Er verschreibt natürlich sofort Präparate, die den Blutdruck senken. Ja? Und er hat damit lebenslang Patienten, weil natürlich die Zellen, die jetzt zumindest mal durch den erhöhten Blutdruck noch ernährt wurden, also ja, indem dann die Ernährung noch durch die Wände durchgequetscht wurden, nun natürlich auch versäuern. Ja? Also wir machen es natürlich anders. Wir geben Präparate, dass natürlich auf der einen Seite die Rezeptoren, ja, also wieder drankommen, dass also dieses Kraterfeld hier einfach aufhört. Und haben auch Verfahren, mit denen wir natürlich die Arterien und Venen dann wieder sanieren können. Ne? Aber der Hintergrund ist natürlich, dass hier eine wahnsinnige Verzuckerung entsteht, ja, weil auch der Zucker ja nicht mehr abgebaut wird. Ne? Der setzt sich am allerliebsten natürlich in die kleinen Gefäße, er setzt sich vor allem in die Augen hinein, in die Glaskörper. Ne? Wir kennen das ja auch von Glaukom und so weiter. Immer verbunden auch mit erhöhtem Druck und eigentlich im gesamten Körper. Also ein richtiger degenerativer Alterungsprozess, der durch die Verzuckerung entsteht, ist wirklich die Nummer eins. Ja? Das dritte, was AMPK kann, es gibt eine interessante von Thurman zum Beispiel, die 100-jährigen Studie, mit der ich mal auseinandergesetzt hatte. Und da ist ziemlich klar gezeigt worden, dass vor jetzt mittlerweile etwa 35 Jahren, ja, man sogar ohne Nahrungsergänzungsmittel mit einer guten biologischen Ernährung noch in der Lage war, ziemlich alt zu werden. Das ist seit 35 Jahren gestorben, ja, weil die Ernährung so schlecht ist. Wir haben also so viele Toxine natürlich in diesen ganzen Präparaten drin. Ich muss jetzt nicht die einzelnen Produkte jetzt aufzählen, aber dass die Leber nicht mehr von alleine mit unserem 10 Millionen Jahre alten System in der Lage ist, das zu entgiften. Das heißt, wir sind gezwungen, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, um diese Entgiftungsprozesse voranzubringen. Ja? So, und der Hauptmacher, der an der Entgiftung beteiligt ist, ist dieses AMPK. Ja, das macht eine sogenannte Autophagie. Das heißt, die Fähigkeit von ganz alleine den Körper dazu zu bringen, ja, dass die ganze Kette von Lysosomen, also von Abfallstoffen, angeschaltet werden, um den Dreck aus dem Körper rauszukriegen. Ja. Also, und was wird jetzt in der Impfung gemacht mit Chemtrails, mit dem anderen Dreck, mit 5G? Es ist unglaublich, also Weiler hat da sogar Studien herausgebracht, ja, unglaublich, in Österreich schon 2008. Es wird ganz bewusst das AMPK beschossen. Ja, also das ist der Hintergrund auch bei der Impfung. Ja, also über die Spike-Proteine und alle die ganzen Prozesse, die da im Grunde genommen laufen. Ja. So, man hat jetzt herausgefunden mit dieser sogenannten Tiamat-Technologie, die also in Kalifornien über mehr als 12 Jahre entwickelt wurde, 150 Spitzenforscher, was man eigentlich machen muss, um das Leben deutlich zu verlängern. Also es ist wirklich so, das ist belegt in vielen Studien, ja, demnächst werden wir noch was auf den Markt bringen, ja, was noch gewaltiger ist, dass man die Altersuhr wirklich umdrehen kann. Es funktioniert, aber man muss auch bestimmte Mechanismen berücksichtigen. Ja. So, und das heißt, die haben das AMPK in den Griff gekriegt und noch einige andere Faktoren, ja, also vor allem auch Stickstoffmonoxid spielt eine große Rolle und noch einige andere Enzyme auch. So, und dann kam natürlich die Impfung auf. Ja. So, und dann hat man gesehen, dass die Impfung genau dieses AMPK, das heißt diesen Faktor, der die Alterung aufhalten könnte, torpediert hat. Ja. So, das heißt, man hat dann also vier Produkte entwickelt. Das eine ist das Melatonin, aber nicht das normale, was wir oral hier aufnehmen, weil das sofort über die Leber und über den Darm abgebaut wird. Selbst wenn ich jetzt 100 Milligramm Melatonin nehmen würde, konnte man nachweisen in Studien, Pöckler zum Beispiel, ist das in einer Viertelstunde weg. Ja. Das heißt, wir haben Placebo-Effekte. Ja, weil die Darmbakterien bis zu 80% abbauen in ganz kurzer Zeit und die Leber in den Rest
20% auch in ganz kurzer Zeit. Deshalb muss ich, wenn ich Melatonin nehme, entweder muss ich es über die Schleimhäute reinkriegen, weil jedenfalls am Darm vorbei. Wir haben was anderes gemacht. Wir haben nach Studienlage ein spezielles Melatonin entwickelt, das man praktisch über die Haut hier praktisch hier einreiben Als kann Salbe. und nimmt dann 300 Milligramm. Das ist nämlich genau die Milligrammmenge, die ich brauche, um die Zirbeldrüse wieder zu normalisieren, um das System dann nochmal zum Laufen zu kriegen. Ne? So, das ist eine. Das zweite ist das Glutathion, das ist ja hinlänglich bekannt. Ja? So, aber das Problem ist, man muss sich den Körper so vorstellen, wie ein Baum. Ja? Man nennt das dann Biomatrix mit Ästen. Ja? So, und die Äste sind eigentlich entscheidend, diese Straßen, die hier entstehen, ja? Und die bestehen zum großen Teil aus Kollagenen. So, und diese Kollagene sind die einzigen Stoffe, die eine sogenannte Kollagenwassermatrix erschaffen können. Das heißt also ein Gewebe, das 300 Mal stärker ist als die Verbindung der Muskelzellen oder der Muskelgewebe untereinander. Ja? So, und wenn dieses Gewebe runtergefahren wird, fängt die Haut an zu welken, die Augen sehen nicht mehr richtig, ja, wir haben keine Muskelmasse und was weiß ich was alles. Also, so, und das geht aber nur dann, wenn sich diese Kollagenfasern, das sind so kleine Röhren, ja, die überall im Körper sind, verbinden mit hexagonalem Wasser. Da gibt es eine bestimmte Voraussetzung, wie ich das schaffen kann. Ja. Normalerweise produzieren wir pro Molekül von diesem Kollagen oder haften dann vielleicht ein Molekül von diesem hexagonalen Wasser an. Ja. Mit diesem Spezialpulver, das sind also vier Produkte nochmal, das eine wäre das Melatonin, das zweite ist das Glutathion, das dritte und vierte sind zwei spezielle Pulver. Ja. So, und die Substrate sind in der Lage, 12 Teile statt einem Wasser anzuhängen. So, und diese hexagonalen Wasserteile, ich weiß, ich komme jetzt von einem Thema zum anderen, sind extrem minusgeladen, ja, haben wahnsinnig viel Sauerstoff, nämlich ungefähr 43% mehr. So, und können in hohem Maß Elektrosmog natürlich kaputt machen. Normalerweise werden genau diese Kollagene, dieses Lebenswasser, das so viele Funktionen hat, das also Energie im Körper aufladen kann. Also, so wie du jetzt hier sitzt, zum Beispiel, wenn man das jetzt mal hochrechnet, ja, anhand der Proteine, die schon 70.000 von diesen Wassermolekülen in ihrer zweiten Schicht haben, hast du immer das ungefähr 49 Milliarden Millivolt allein durch hexagonales Wasser im Körper. Ja? Und das umspült praktisch die Rohrleitungen in den Mitochondrien. Es ist in den Rohrleitungen der Zirbeldrüse drin, in den Zirbeldrüsenzellen zum Beispiel. Ja? Das ganze Denken, die Konzentration, das Gedächtnis, alles, was jemals geschrieben wurde, ist in Form von Photonen und Frequenzen abgelegt. Und wer nimmt es auf? Die kleinen Rohrleitungen mit dem hexagonalen Wasser der Zirbeldrüse. Ja? Also würdest du sagen, das Wichtigste ist, dass wir zum Beispiel alle Nahrungsergänzungsmittel oder insgesamt überhaupt nur hexagonales Wasser zu uns nehmen? Wir bilden das im Körper. Also es ist so, wir haben ungefähr etwa 30%, man könnte sagen Brackwasser, also liquides Wasser. Ja? Und dieses Wasser hängt sich wie Klammern aneinander. Ne? Also das heißt Clusterwasser, also die H2O-Teile hängen aneinander. Und wenn ich jetzt besonders schwach bin, dann hängen sich immer mehr Teile aneinander und ich fange an zu schwanken. Und da geht also gar nichts mehr. Ja? So, und jetzt müssten aber diese Wasserstoffbrückenbindungen, das sind diese Verbindungen dieser Wasserteile, die müssen gespalten werden. Das kostet Kraft. Wir müssen also Wasser aktiv aufnehmen. Und erst wenn die gespalten sind, dann gehen die praktisch in die Zelle hinein, weil jede Zelle hat Türwächter, das sind die Aquaporine. Ja? Und die achten genau darauf, dass nur das gespaltene Wasser hineinkommt. Und erst wenn es in der Zelle ist, dann wird es praktisch hexagonal. Ja? Das heißt, wir brauchen also Mechanismen, die uns so viel Kraft geben, dass wir quasi in der Lage sind, dieses Wasser zu spalten und in den Körper hineinzubringen. Ja? Also ist es nicht so, ich habe das vorher so verstanden, dass wir hexagonales Wasser zu uns nehmen sollen und du sagst, das hexagonale Wasser entsteht erst im Körper. Es ist beides. Ne? Also wenn wir natürlich vorher schon hexagonales dazu nehmen können, sparen wir uns natürlich eine Masse von der Bildung von Wasserstoffbrückenbildungen. Ja? So, und wir haben ja zum Beispiel vorhin mal so einen netten Versuch gemacht mit dem Quantenstand. Der beruht ja auf dieser ganzen Geschichte, die ist schon ziemlich lange bekannt. Ja. Und man muss sich das so vorstellen, der Körper hat 12 verschiedene Dimensionen. Ja. Burkhard Heim hat das ja alles schon seit 1985 veröffentlicht. So, und das heißt, wir haben 4 Dimensionen, die X1, 2, 3, 4, das entspricht dann dem, was wir die Materie nennen. Ja. Wir haben die Dimension X5, X6, ne, das entspricht im Prinzip der Schwingung der DNA, könnte man sagen. Ja. Und nach dem alten Weltbild hat man auch die Vorstellung gehabt, wenn ich jetzt diese 2 Meter langen DNA-Teile, wenn ich die also auseinanderziehe, jedes ist 2 Meter lang, ja, aneinander hängen würde, käme ich damit praktisch zur Sonne und zurück.
Ja, das heißt gigantische Oberflächen. Aber man darf eins nicht vergessen, wir haben überall hexagonale Wassersäulen um die DNA herum. Das heißt also, die funktioniert umso besser, je mehr von diesen Wassersäulen praktisch hier sind. Ja? So, und das wird natürlich schön mit der 2,4 GHz-Frequenz schon seit ungefähr 20 Jahren vernichtet. Ne? Dieses Körperwasser, das so entscheidende Bedeutung hat. Das Wasser macht zum Beispiel auch eine Resonanzkorrelation. Das heißt also, dass es sogar in der Lage ist, den Enzymen zu zeigen, ne? Es schleppt sogar zum Beispiel Katalase, also wenn ich jetzt eine Stecknadel jetzt hätte, ja, und habe hier ein Enzym drauf. Das wichtigste Enzym, was wir haben, ist die Katalase. Ja. Da sind etwa 70.000 Katalase-Enzyme auf einer ganz kleinen Stecknadel drauf, von der Größe her. Und was macht die? Die Katalase, die zerlegt ständig das H2O2, das Wasserstoffperoxid, das wir in fast allen Zellen bilden, in den Mitochondrien bilden. Ne? Das würde uns auffressen, wenn es nicht auseinander zerlegt werden würde zu Wasser. Und das macht die Katalase. Nur wenn jetzt zum Beispiel dieses H2O2 hier unten ist und das Enzym ist hier oben, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Enzym dieses H2O2 findet, liegt bei 1 zu 10.000. Das heißt auf Deutsch, wir werden in 3 Sekunden tot, das haben wir nachgerechnet. Ja. Was passiert? Das hexagonale Wasser schnappt sich, Huckepack, muss ich das mal vorstellen, ja, das H2O2 und schleppt das hier oben hin zum Enzym. Ja. Also das sind wahnsinnige Prozesse, ja. Und Ähnliches haben wir auch bei der DNA, wenn die DNA jetzt hier abgelesen wird. Ja, also man muss sagen, die Basenpaare, dieses alte Watson-Crick-Modell, das ist sehr, sehr hinfällig eigentlich. Das stimmt hinten und vorne nicht. Ne? Da werden also drei Basen sagen, also genau, welche Aminosäure jetzt hier gekreiert werden soll. Aber wir haben teilweise viermal die Aminosäure Arginin, ja, oder sonst irgendwas. Wer macht denn wirklich das Andocken? Das Wasser. Das Wasser schleppt die Messenger-RNA an eine bestimmte Stelle, zack, bis das Ganze Aha. abgelesen werden kann. Ne? Verstehe ich das richtig, dass Ja. dann 5G die Hexagonalität des Wassers zerstört? So ist es. Genau. Ja. Ja. Also, aber wie kann man sich vor 5G schützen? Das ist ja überall. Ich habe einen Freund, Uli Weinert heißt der hat nur 25 Quadratmeter im Genau. Schwarzwald und der hat gemeint, es sind mindestens 30.000 Menschen in Ja. Deutschland elektrosensibel. So ist es. Und ich meine, wir werden im Ja. Moment ja von allem angegriffen. Das ist ja nicht nur Ja. 5G, es ist ja nicht nur HAARP, es sind Chemtrails, es ist Glyphosat, es ist überall Aluminium und Quecksilber und so weiter. Ja, und natürlich die Impfungen. Ja, Das ist eigentlich unser Ausgangsthema. Wie schütze ich oder wie schützen sich die Geimpften, die jetzt aufwachen oder aufgewacht sind vor den Folgen, die ja tödlich sind in vielen Fällen? Also einer der Hauptpunkte ist wirklich diese beiden, ist mal organisch gesehen, sind diese beiden Faktoren. Einmal die Bindegewebe mit dem Kollagen ist entscheidend, ja, die wir ja ab 25 erfolgreich jedes Jahr um 1% abbauen. Ja. Die Kollagene, So. ja. Und das andere ist das Wasser. So, also, das heißt, das Wasser braucht Andockstellen. Das heißt, je mehr ich jetzt diese Kollagene vernichte und die werden wirklich durch einen einzigen Schub 5G sofort geschreddert, ja, und diese Radikalbestandteile, die werden dann schön brav sogar über die Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn und überall hineingebracht über Infraschall und Hyperschall. Das macht der Körper selber, das ist ein Wahnsinn. Ja, also ich muss also diese Kollagene schützen. Ja. So, und entscheidend, ich habe vorhin von dieser Insulinrezeptorresistenz quasi gesprochen. Das heißt also, unserer zunehmenden Unfähigkeit, überhaupt noch Insulin an die Zelle andocken zu lassen. Das kostet den normalen Menschen vor 15 Jahren, was wir schon nachweisen können, 12 bis 18 Lebensjahre. So, du hast eben die Kollagene erwähnt. Wie hängt das denn mit der Tiamat-Technik zusammen? Also, es geht im Wesentlichen darum, diese Kollagene, die eigentlich die Hauptgrundstruktur des Körpers bilden, zu fast 80%, kommen natürlich noch Zucker und andere Stoffe dazu, dass die aufrechterhalten werden. Ja. So, und hat schon Cyrel, zwei, war das 1912, Nobelpreis hat das damals schon erkannt, aber das hier ist eine andere Geschichte. So, und weil die Kollagene die Hauptbestandteile sind, die zum Beispiel sogenannte Wasser, Matrix im Prinzip aufbauen können. Das heißt, wir verlieren ja unseren Turgor im Laufe der Zeit. Das geht ja mit 25 schon los. Ne? Die Haut wird dann grau, weniger durchblutet, nicht mehr so dick und so weiter, ja? Bis sie irgendwann dann pigmentartig wird. Das hängt genau mit dieser Wassermatrix zusammen, die einfach immer wieder abgebaut wird, nämlich mit dem eigentlichen Verlust der Kollagene. Ja? Das heißt, der Aufbau der Kollagene ist pure Lebensverlängerung. Die Kollagene zum Beispiel führen dazu, dass wir Muskelmassen verstärkt aufbauen, die wir ansonsten ab 25 zu 1% pro Jahr verlieren. So, und die Muskeln haben das Vielfache von Rezeptoren für Insulin. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass diese Insulinrezeptoren immer mehr kaputt gehen durch Radikale und so weiter. So, man kann die also fast zum großen Teil dann ersetzen. Ja?
So, und im Prinzip dann die Altersschraube durch die Entglykosilierung, das heißt also durch das Abschaffen von Zucker überall im Gewebe, in den Gefäßen und so weiter wieder normalisiert. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt, der aber vor allem von diesem ALPK, von dem wir vorhin gesprochen haben, von diesem Naturstoff, der alles aufbauen kann, wieder hochgetrieben wird. Ja? Jetzt hat man bei den Impfungen aber Folgendes gesehen, dass gerade das ALPK natürlich vernichtet wird. Ja? So, dass natürlich die Mitochondrien vernichtet werden. Auch La Quinta Columna hat ja als einer der ersten herausgefunden, dass wir Massen von anderen Fremdstoffen natürlich in diesen Impfungen natürlich drin haben. Ja, Parasiten auch, habe ich jetzt gehört, Parasiten alles auch. Mögliche, Ne? ja. Ja, so, und vor allem dann gemolken werden in dem Moment, wenn 5G dazukommt. 5G hat die Eigenschaft, dass genau die Mikrowellenfrequenz haben. Es gibt also riesige Studien darüber, wenn die Wellen genauso groß oder kleiner, etwas kleiner sind wie die Schwingung der Zellmembran. Ja, dann können die praktisch hier durchdringen, ja, gehen dann auch durch das Wassergerüst der DNA und fangen die an, systematisch zu zerstören. Das Verrückte ist, die Löcher, die hier eingerissen werden, das haben also in verrückter Weise drei Südamerikaner hingekriegt und ein Russe, ja, also Physiker und Mathematiker haben das berechnet, dass genau nach diesem Virusmodell, das hier nicht wirklich, also zumindest in meinen Augen oder vielen anderen Augen, nicht wirklich existiert. Dass genau diese fünf- oder sechseckigen Löcher hier entstehen, dann in praktisch um die DNA herum, ne, die also dann auch kompensatorisch wieder weitere Löcher weitermacht. Das heißt, also das Schneeballsystem geht dann weiter nach 5G. Ja? Also das ist ganz schlimm. Das heißt, wir haben eine solche Zerstörung durch diese Strahlung, dass wir im Prinzip noch nicht mal Impfungen bräuchten. Auch das hat Weinert ja schon 1908 zeigen können, ja. So, und das heißt also, wir können Menschen von außen durch Frequenzen in ähnlicher Weise schädigen und impfen, wenn wir das praktisch durch die Impfung machen. Ja? Nur dass die Impfung natürlich mit diesen Zusatzstoffen, die hier drin sind, mit den S-Proteinen, die wir dann selber bilden und so weiter, noch verheerender ist und wunderbar natürlich zu 5G passt. Ja? Das Ganze wird dann noch weiter ausgeweitet. So, also das heißt, ich muss einen Mechanismus finden, wie ich genau diesen Dreck, ja, der im Prinzip ja in der Impfung auch drin ist, wie ich den praktisch wieder wegbekomme. Ja? So, das geht nur, wenn ich meine Autophagie, das heißt die Eigenentgiftung, drastisch hochfahre. Genau das konnte man zeigen in Kalifornien. Zuerst mal, die Leute zwei Impfungen hatten, ja? Hat das ungefähr mit diesen Techniken, das heißt mit der Verbindung aus Melatonin, aus Glutathion, aus zwei Pulvern, ja, ungefähr 8 Wochen gedauert. Da waren die im Prinzip von Nebenwirkungen befreit. Moment, Dann, eine Zwischenfrage. ja. Behauptest du, dass Geimpfte, also zumindest zwei oder dreifach Geimpfte, völlig geheilt werden können? Dass dieser Ja, es ist Impfschaden jedenfalls alles aus dem reversibel Körper war? rausgeschwemmt worden. Ne? Da gibt es also einen Tracker, heißt, das ist so ein roter Farbstoff, der wird also eingespritzt. Ja? So, und die Stoffe, die, oder sagen wir, die Organellen in den Zellen, die das im Prinzip rausschmeißen, sind die Lysosomen. Ja? So, und die nehmen dann noch diesen roten Farbstoff hier auf. Ja? So, und wenn dann entgiftet wird, geht der ja stückweise, geht das ja in den Urin und so weiter, wird dann ausgeschieden. Das heißt, man kann also, wenn man dann den Urin untersucht, ja sehen, wie viel ist schon entgiftet und was ist eigentlich noch drin. Also man hat ja diese beiden Zustände vom Anfang und vom Schluss nachher. Ja? So, nach 8 Wochen hat man diesen Farbstoff nicht mehr gesehen, da war im Prinzip das Ganze raus. Ja? Dann kam natürlich auch noch die dritte Impfung, das war natürlich eine Katastrophe. Da hat man auch mit dieser Technik wirklich 6 Monate gebraucht. Wir sehen es ja auch von den schottischen Todesfällen, das waren die ersten, die gemeldet wurden, ne? Dass natürlich durch die Boosterimpfungen das 3- bis 5-fache an Todesfällen entstanden ist, wie durch die Zweifachimpfung. Ne? Aber selbst dort hat das Ganze noch funktioniert. Ne? Das fand ich natürlich schon enorm, weil ursprünglich war diese Technik gar nicht so angedacht. Was aber in meinen Augen extrem wichtig ist, ist, dass man im Prinzip verhindert, ja, dass diese 5G-Wellen, diese Mikrometerwellen, durch was auch immer, ob das jetzt durch den Fernseher ist oder LED, in manchen LED-Lampen ist ja mittlerweile auch drin, in Kanaldeckeln, überall, an den Haltestellen, Ja, ja. habe ich gesehen. Also, jedenfalls, dass die überhaupt nicht mehr auf den Körper auftreffen, das ist der entscheidende Punkt, ja. Und wenn sie auftreffen, ja, dass man den Körper so umbaut, einerseits organisch, dafür wäre jetzt diese Technik geeignet, mit diesem wahnsinnig 12-fach vermehrten hexagonalen Wasser, was wir bilden, ja, was das Ganze neutralisieren kann. Und natürlich mit verschiedenen anderen Systemen. Also um das im Prinzip abzufangen. Ja. Also Und sich vor 5G mal ja, physisch zu schützen, so ist zunächst, es, ja. genau. Ja. Aber das ist ja oftmals gar nicht möglich, deshalb braucht man dann Zusatzsysteme eigentlich. Ja.
So, das eine wäre jetzt zum Beispiel, das Simpelste ist wahrscheinlich der Stein, von dem habe ich ja eben schon gesprochen, ja, dieser Quantenstein hier zum Beispiel, ja, der nicht nur dafür sorgt, dass wir hexagonales Wasser bilden, sondern er kann nach den Untersuchungen, die wir vom Erik-Institut in Österreich haben, auch allein den Elektrosmog schon mal um 70, 80% nach unten fahren. Man hat das also getestet mit 20-minütigen Telefonaten. Ja. Stärker allerdings in dem Bereich ist zum Beispiel noch dieser Brenny hier. Ja. Der arbeitet ja unter anderem über seine Fibonacci-Zahlen. Das heißt also, er hat verschiedene Ringe hier drin und die Ringe sind unterschiedlich weit voneinander entfernt. Also von der mittleren Ringstruktur bis zur ersten sind es 0,5, dann 1,0, dann 1,5 und so weiter. Ja. So, und man kann also Versuche zeigen, zum Beispiel mit einem Voltmeter. Ja. Also wenn ich das Voltmeter in die Hand hier nehme und messe dann zum Beispiel die Zellen, den Strom der Zellen hier, ja, da liege ich irgendwo zwischen plus und minus 10 Millivolt, das ist normal. Ja. So, wenn ich jetzt aber zusätzlich diesen Brenny dazu nehme und halte den ebenfalls an diesem Draht, liege ich plötzlich bei 300, 400, 500 Millivolt. Ja. Das heißt also, aufgrund seiner Struktur und seines Bestandteils ist er praktisch in der Lage, die Energie aus dem Quantenvakuum in den Körper hineinzufahren. Ja. Wir haben dann des Weiteren gesehen, auch im Erik-Institut, dass er Skalarwelleneigenschaften hat. Ja. Also wenn ich normalerweise ein Handy entstören möchte, dann kann ich, gibt es ja hunderte von Herstellern, die mit Mineralien, mit allem Möglichen, was in diesen Chips da drin ist, arbeiten. Die kriegen aber nur 4-5% weg. Also meistens nur diese elektromagnetischen Wellen. Ja. Die Skalarwellen, die auch Mal zum Beispiel beschreibt, das sind 96%, ja, die alles durchdringen, die dann von Satelliten kommen, die wir werden dann bewusst angeschossen, was auch immer. Diese ganze 5G-Kriegstechnik läuft über Skalarwellen. Ja. Die bekommen die meisten Systeme gar nicht hin. Moment, Ja. ich habe dann eine Zwischenfrage gesagt. Ja. Diese ganze 5G-Technik läuft über Skalarwellen. Ja. Das heißt, die Skalarwellen transportieren die Mikrowellen. Ja. Kann ich das so verstehen? Ja. Unterlegt. Ja, also ich habe es mal Ja. endlich irgendwie gedacht, ich habe es verstanden mit Tesla, weil er hat gesagt, es gibt im Grunde nur zwei Kräfte, wahrscheinlich auch nur zwei Geschlechter. Das ist die Elektrizität und der Magnetismus. Das wird dieselbe Energie nur gegenläufig drehend. Und es gibt ein alles umfassendes Informationsfeld. Das hat man Skalarwellen genannt, dann hat es Einstein oder um diese Zeit hat man es Äther genannt und heute nennt man es Vakuumenergie. Und das ist das, womit der Professor Dr. Konstantin Mayer gearbeitet hat. Genau. Genau, und diese Vakuumenergie, die ist praktisch in diesem Brenny eigentlich drin. Ja? So, und das ist also faszinierend. Man kann damit natürlich den Körper auch aufladen. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt entzündete Zellen zum Beispiel habe, die an Zellmembranen kaputt sind, bei Tumorzellen ganz extrem, ja, dann haben die eigentlich nur noch einen Strom von ungefähr 15 Millivolt. Ja? Weil die so schwach sind, laufen natürlich auch die Mitochondrien nicht mehr, die Kraftwerke der Zellen, die werden nicht mehr hochgepusht. Ja? Die wachsen über andere Zellen drüber, die Zellkommunikation ist zerstört. Ja. So, die lassen Arterien und Venen wachsen, ne. Also bis dann irgendwann Metastase und ähnliche Sachen entstehen. Ja. So, und warum? Weil sie so schwach sind. Ja. Und wenn ich die jetzt natürlich hochpowere, das heißt, wir haben also sinnvollerweise kombiniert man immer diesen Quantenstein hier mit diesem Brenny, wie man das anzieht, ja, damit auch die Magnetfelder sich angleichen. Dann ist es jedenfalls so, dass diese Zellen plötzlich hochgeladen werden. Das heißt, wenn die plötzlich 40, 50, 60 Millivolt wieder haben, gehen die entweder in den Zellverband zurück, ja, oder aber sterben ab, gehen also in die sogenannte Apoptose. Ja. Ja. Das heißt also, es ist eine tolle Geschichte für den Körper. Parallel hat man aber gesehen, dass diese Wellen dazu dienen, den Elektrosmog aufzufangen. Ja. So, und deshalb kann man das Ganze auch aufs Handy zum Beispiel draufkleben oder auf dem Fernseher oder auf den Router, der auch noch die ganze Zeit funkt. Ja. Ja. So, und kann das dann damit sozusagen neutralisieren. Interessant ist zum Beispiel, man hat das ja bei den iPhones auf dem Messfeld hier zum Beispiel zeigen können. Ich spreche jetzt hier von einer Messung, die vor 3 oder 4 Jahren erfolgt ist. Damals hatten die iPhones noch 0,6 bis 0,8 was waren das? Mikrotesla, ja. Wir können aber nur 0,2 ertragen, weil wir darüber schon Tumore entwickeln. Ne? So, das heißt, sobald aber die Chips dann aufgeklebt wurden, diese Brainy-Chips, ja, ist das Ganze auf minus 0,6 bis 0,8. Ja? Das hat man dann auch bei anderen Systemen dann zeigen können. Und noch verrückter war, nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein Handy, das jetzt mit diesem Brainy hier geschippt ist, ja, und rufe dich an, wenn du jetzt hier 500 Kilometer entfernt bist und dein Handy ist ungeschickt, was passiert? Auch das konnten wir nachweisen in Österreich. Na, in dem Moment reitet so sinnbildlich jetzt, ja,
Der strahlt dieses Brennies praktisch auf diesen Anruf und in dem Moment ist dein Handy neutralisiert. Auch das ist gemessen worden. Und das geht bis Das zu heißt, auch 72 der Stunden. Empfänger ist. Der Empfänger ist jedenfalls geschützt. Ja, ich Ja. möchte sagen, wir haben das tatsächlich vorhin getestet Ja. mit dem Multimeter und da war ein Unterschied von 200-300 Millivolt tatsächlich. Ne? Also das ist eine Geschichte, ja. Eine andere ist, wenn wir schon gerade beim Elektrosmog sind, mit dem Stein ist es ja so, ich habe ja schon erzählt, dass der vor allem in der Lage ist, natürlich hexagonale Wasserfelder vermehrt aufzubauen. Wir können das zwar selber, aber irgendwann, wenn wir mal schwach sind, funktioniert das nicht mehr, weil wir ja jedes Mal diese Wassercluster, ne, also die aneinander gehängt, am Ringen aneinander gehängten einzelnen Wasserteile, die sind ja verbunden mit Wasserstoffbrückenbindungen und wir haben dann oftmals nicht die Kraft, die zu spalten. Das ist nämlich die Voraussetzung, damit dieses, sagen wir, dieses Flächenwasser, ja, damit das überhaupt zu hexagonalem Wasser umgebaut werden kann. Also es kann nur aus, dieses Hexagonal nur aus Einzelteilen bestehen. Ja. So, und dieses Wasser ist extrem energiereich, enthält wahnsinnig viel Sauerstoff, ja, und genau das nämlich, was uns entzogen wird durch Elektrosmog. Ja, wir haben das ja dann in Wuhan und überall gesehen, was passiert, dass Elektrosmog natürlich das Hämoglobin des Blutes praktisch dazu bringt, dass es kaum noch Sauerstoff binden kann. Ja? So, und wenn ich jetzt natürlich auf 40, 50, 60 Gigahertz oder noch mehr hochgehe, dann fallen natürlich immer die Leute um. An Sauerstoffmangel zum Beispiel, unter anderem. Warum Ja, haben die meisten haben noch Blut gespuckt vorher? Woher kam das? weil es dann zusätzlich auch noch die ganzen Gefäße zerlegt. Also wird also alles Also zerlegt. die Ja, Lungenalveolen ja. platzen Die sozusagen. platzen auf, ganz genau. Ne? Also Ja, richtig, richtig übel die Vorstellung. Ne? wir haben es ja hier Ja. mit Schwerverbrechern zu tun. Ja, Das ist ja. alles dermaßen hochkriminell und ein Ja. gigantischer Angriff auf die Menschheit. So ist es. Ne? Genau. So, und wenn ich aber jetzt Abwehrmechanismen habe, ne, die, also das hexagonale Wasser muss ich aber in einer großen Menge im Körper bilden. Ja? Und da hat natürlich der Stein hier wunderbar geholfen. Ja? Jetzt ist aber das Problem, dass ich natürlich pausenlos auch von überall beschossen werde, von den ganzen Masten, ne? Die Mikrometer. Millimeterwellen, die sind ja nicht besonders weitreichend, aber heimtückisch. Ne? Die werden also in engen Verbindungen zu Häusern und so weiter, überall natürlich in engen Abständen überall installiert. Ja? So, was mache ich denn dann? Ja? Und da gibt es natürlich noch andere Systeme. Das ist eine Weiterentwicklung des Steines, könnte man sagen. Das ist dieses Teil hier zum Beispiel, das alleine auf den Nachttisch gestellt wird, schon ungefähr 12 Kubikmeter. Ja? Wenn ich das jetzt noch hier hinein mache, die Buchse verstärkt das noch stärker, das ist auch eine Biokeramik, die also ähnlich gearbeitet ist, ja, dann haben wir schon 33 Kubikmeter. Und da gibt es noch Riesenteile, die wir auch in der Praxis haben, die sind so groß, ja, die steckt man sogar noch in die Steckdose rein, mit so einem Stecker hier, also ein Spezialstecker eigentlich, ja, an die das Ding dann praktisch dran gehängt ist, also man kann sich das so vorstellen, das ist halt noch viel größer, ne, ist dann praktisch hier dran in die Steckdose rein und isoliere im Prinzip alle PCs, die in der Umgebung sind, zum Beispiel. Ja, und das kann man noch weiter treiben, indem man so ähnliche Teile zum Beispiel auch noch an die diese Kästen hängt, ja, mit den ganzen Sicherungen im Haus, System, ja, ja. um das ganze Haus zu isolieren. Also das ist jetzt vielfach gemessen worden, weil diese ganzen 5G-Wellen die Eigenschaft haben, dass sie sich auch noch sozusagen um die Stromleitungen drum wickeln. Also das ist ein Wahnsinn, was da gerade passiert. Ja. Wenn ich jetzt mal zu den Autos gehe, wir haben das auch gemessen mit verschiedenen Firmen zum Beispiel. Ich hatte mal einen Audi A6, das ist ein Diesel, 3 Liter. Ja. Da hat dieses Teil schon mit 6500 Nanometer gestrahlt. Ja. So, wir können aber nur 200 aushalten. Ja. Das war noch ein normaler Wagen. So, wenn ich jetzt zum 7er BMW gehe oder Mercedes S-Klasse mit 150 Motoren im Sitz, ja, dann fängt das Ganze mit 15.000 Nanometer an. Nochmal, 200 können wir ertragen. Wenn ich jetzt mit Tesla weitermache, fängt das Ganze bei 30.000 an. Nehmen wir den Tesla Porsche, liegt der bei 40.000. Ja? Also das ist eigentlich Mord, was hier passiert. Ne? Was die Elektroautos angeht, da könnte man ja einen eigenen Vortrag drüber machen. Ja. Das Lithium langt ja überhaupt nicht, noch nicht einmal für, wenn man auf Deutschland umstellen würde, für alle Autos in Deutschland. Und dann ist ja da ein irrsinniger Widerspruch. Wir sollen Strom spalten, aber gleichzeitig sparen, aber Genau. gleichzeitig Elektroautos kaufen. Es ist nur noch ein absurder Widersinn hier in Deutschland und weltweit. Ich habe vor kurzem gelesen in der Autozeitung, in Porsche zum Beispiel, dieser Cayenne oder irgendwas Elektro, ja, wenn der nur eine halbe Stunde geladen wird, entspricht das dem Strom von ungefähr 200.000 Waschmaschinen.
Ja, also das ist natürlich schon heftig, gell? Ja, Ja. gewaltig. Also das Ziel ist freie Energie und die werden wir irgendwann Das muss natürlich bekommen passieren, und ne? natürlich weg mit allem. Ja, aber was kann ich mit dem Auto machen, ist ja die Frage, weil die Leute werden ja wirklich gerösig, wenn die Kinder noch auf den Batterien sitzen, die Lithium und Nickel hier ausstrahlen, das verdünstet ja auch in der Luft, da nehmen sie das natürlich auch noch auf, ne? Richtig, ja. Also, das heißt, man nimmt zum Beispiel diesen Stift hier und setzt den in die 12-Volt-Buchsen rein. Bei den meisten Autos ist ja vorne eine, also dafür der Aschenbecher ist, ne? Zigarettenanzünder, ja. Und hinten Viele haben auch jetzt noch mit zwei eine. oder drei sogar. Genau. Und selbst wenn das nicht mehr reichen sollte, haben wir auch noch andere Teile, die aus Russland kommen. Die sind also rund, die man also noch hier vorne dranhängen kann. Auch die sind in über wie viel 100 verschiedenen Universitäten getestet worden. Also alles, was wir haben, ist getestet. Wir würden nie was hier nach außen geben, was nicht im Blut oder auch physikalisch getestet ist. Das wird in Ja. Russland hauptsächlich gemacht, diese Das ist in Untersuchung. europäischen Unis getestet worden, also gerade die russischen Teile zum Beispiel. Das hier ist in Österreich getestet worden, in Deutschland aber auch. Ja. Und wir haben natürlich selber an vielen Patienten, wir haben im Blut getestet, überall, um zu wissen, was da passiert. Ja. Ja, also es sind nicht nur die Spike-Proteine und die Lipide, die Nee, so das reicht nicht tödlich aus. sind, ja. Ne? Interessant ist zum Beispiel, ich weiß nicht, das Band, jetzt haben wir es nicht mehr da. Ne? Doch, Ach so, da ist schon es an. schon jetzt ist es Genau. aufgefallen. Antizipiert, ja, Ja, genau. ich kann es ja gerne mal ausziehen. Ja. Das ist praktisch das was du eben Das ist vorgestellt hast, ist die das hier. weiteste Weiterentwicklung aus diesem ganzen System hier. Ja. Also, es ist ja so, wenn wir Elektrosmog ausgesetzt sind, das sind wir ja leider alle, ja, da können wir sehr wohl in der Dunkelfeldmikroskopie ziemlich schnell sehen, dass die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, dass die anfangen zu verklumpen, dass sie sich nicht mehr Ja. abstoßen, ja, und dass dann nach und nach natürlich schon zu Arteriosklerose und ähnlichen Erkrankungen, Entgiftungsproblematiken und so weiter kommt. Ne? Das wäre jetzt die seichte Form. Ja? Ja, diese, was du eben erwähnt hast, Ja. man hat ja da 20 bis 40 Zentimeter lange Verklumpungen, Verklebungen. Das Ja. sind praktisch diese abgestorbenen Ja. Erythrozyten, die man da aus Richtig. den Venen rausziehen konnte Wenn mit jetzt natürlich Pinzetten. das, ganz genau, wenn jetzt das Graphen noch dazu kommt, ja, das ja zu 100% in all diesen Impfungen eigentlich drin ist, ja, weil das ja das Bindeglied darstellt, das organische Bindeglied zwischen dem Körper, ja, und den nicht organischen Computerbestandteilen, ja, diesen Nanobots oder sonst irgendwas, was da eigentlich drin ist, ist ja ein Wahnsinn, ja. So, und das sorgt natürlich alles dafür, dass die roten Blutkörperchen sofort verklumpen, dass die ein riesiges Fibrinnetz hier bilden, ja, und schleustern auch noch Parasiten mit ein. Ne? Trypanosoma cruzi, die zum Beispiel selber krebserregend eigentlich ist, dann andere Dinge, die sehen aus wie Polypen, ja, und man dann nachweisen können, in dem Moment, wenn Strom draufkommt, also unter dem Elektronenmikroskop, ja, pumpen die plötzlich Nanobots hier aus, ne, oder solche Sachen. Also es ist Ja, unvorstellbar, es muss über 20, 30 Jahre entwickelt worden sein. Ne? dieses noch Ja. selber konfigurieren. Es Ja. gab so einen mexikanischen Arzt, der das genau untersucht, auch mit diesen Bluetooth-Signalen. Wir haben das auf dem Friedhof getestet, natürlich nicht bei Urnengräbern, sondern bei Erdbestattungen. Und bei vier oder fünf haben wir das Ping-Signal kam zurück. Das heißt, durch die sogenannten Impfungen, das möchte ich eigentlich gar nicht, das ist ja eigentlich eine Massenvernichtungs-Biowaffe, Ja. baut durch diese Nanobots und durch die Körperwärme bauen sich diese Nanoteile so zusammen, dass die ein Sende- und Empfangsteil bilden. Ja, was ist denn das Ziel? Ist das Ziel, das Bioroboter oder Zombies Ich zu denke mal, erstellen? einerseits die totale Beherrschung des Menschen und natürlich auch die Bevölkerung zu reduzieren. Ne? Also auf dem Georgia Guidestones hier drauf stand. Ja, Ja. anders ist es nicht vorstellbar. Aber das Schöne, wo du gerade die Georgia Guidestones erwähnst, die sind ja sabotiert worden. Da Ja. ist ja eine Platte gesprengt worden, aber das war es noch nicht das Interessante. Das Ja. Interessante ist, die hätten ja auch diesen einen Stein, der kaputt war, wieder restaurieren oder neu machen und aufstellen können. Nein, sie haben das ganze Monument zerstört, was für mich in der Symbolsprache ganz klar ausdrückt, die neue Weltordnung ist gescheitert, So ist wird es. nicht kommen, was ein Glück. Ganz genau, ganz genau. Aber jetzt mal zu diesem Band hier, das ist ja auch noch eine Geschichte. Jedenfalls wir haben im Körper ein System, das ist das perineurale Gleichstromsystem, ein uraltes System, das in der Schulmedizin auch in den Facharztbereichen kein Mensch kannte. Ja? Ich habe das per Zufall über meine Raumfahrtgeschichten und den alten Professor Hecht einfach mal kennengelernt, weil der die Untersuchung dazu in der Charité gemacht hat. Ja?
So, und das heißt also, sie haben zum Beispiel einen Frosch genommen, haben das Bein abgehackt und dadurch geht der Frosch sozusagen in das positive Verletzungspotenzial. Also der Strom wird anders an der Verletzungsstelle. Ja? Aber das ist wiederum der Reiz für dieses perineurale Gleichstromsystem, das überall im Körper ist. Es ist ein Teil des zentralen Nervensystems. Es sitzt in den Arterien, in den Venen, in den Wänden. Es macht die eigentliche Stromleitung der Nerven auch, der Myelinscheiden. Ja? Auch das kriegen wir ja nicht erzählt. Ne? So, und das heißt, durch diese Verletzung wird dieses System angeschaltet, dann wechselt der Strom von Plus auf Minus. Ne? Das heißt, wir haben jetzt plötzlich ein minus geladenes Heilungspotenzial und das Bein des Lurchen wächst wieder an. Ja? Das kenne ich, und zwar hat das schon vor Jahren, noch weit vor seinem Tod, der amerikanische Sklavenforscher Thomas E. Bearden gesagt. Der wurde Ja. da gefragt, ist es möglich, verloren gegangene Extremitäten zu ersetzen? Da hat er ganz klar gesagt, ja, das würde funktionieren über Skalarwellen, weil die ätherische Form ist noch da und da würde ein Sog, oder ja, Sogeffekt entstehen und Materie würde sich an die feinstoffliche Form klumpen, so hat er es genannt. Und wenn man hier ein Muttermal hat oder was weiß ich, eine Narbe, ist sie Richtig. genau wieder da. Richtig. Genau, das ist ja auch das Konzept der Phantom-DNA, aber das können wir nachher nochmal. Ein riesiges Feld, ja. Ein wahnsinnig. Also jedenfalls, die vierfach Geimpften in Israel haben das Problem natürlich, dass sie ganz viele Embolie hatten, also viele Verschlüsse der Arterien und Venen und so weiter. So, und die sind dann in eine Klinik gekarrt worden in Zypern, ja, wo natürlich dann Chirurgen leider Gottes dann die Arme und Beine amputieren müssen, nachdem natürlich vorher eine radiologische Aufnahme gemacht haben und also zum Beispiel eine CT-Angiografie, da sieht man ja, wo die Verschlüsse sind. So, und die haben es dann irgendwann nicht mehr verkraftet. Und was hat man dann gemacht? Ich meine, wenn man jetzt 17, 18 irgendwie die Beine amputieren muss, Wahnsinn. ich komme gar nicht mal weg von dieser Vorstellung Also allein, wegen ja. Verschluss, Ja, wegen wegen den Arterie. Verschlüssen durch die Impfung, ja. So, und dann hat irgendjemand diese Bänder dort angeschleppt. Ich weiß bis heute nicht, wer das war. Ja, und das heißt, die haben dann diesen Body Harmonizer praktisch hier an die Fesseln dran gebunden, also hier an die beiden Unterschenkel, den Stein hier noch zusätzlich angezogen, ja, und haben dann etwa 25 Minuten später, weil das geht ja ruckzuck da, die ganze Zeit, weil die ja viel zu tun haben, ne, in dem Gemetzel. So, und nach 25 Minuten verrückterweise brauchen die niemand mehr amputieren, der dieses Ding hier anhatte. Ja, die Israelis sind Ja. sowieso sehr fortgeschritten in ihrer Medizin. Also was die Elite anbelangt, die haben ja auch sofort erst die germanische Neue Heilkunde adaptiert für eine Ja, gewisse ja. Clique von ihnen, nicht für das normale Volk, Genau, aber genau. und natürlich wissen sie sofort, Das ist natürlich das wirkt. die schnellste Möglichkeit, die Impfnebenwirkungen wegzukriegen, jetzt mal rein physikalisch gesehen. Ja. Man muss aber bedenken, dass wir natürlich überall Spreader haben. Ja, das ist ja überall in den Pfizer ja schon beschrieben worden, auf Seite 61 bis 66. Ne. Das Und das heißt, wir sind ja alle dem ganzen Kram dieser Biowaffe eigentlich ausgesetzt. Ja. Also wenn mich jetzt einer fragen würde, was mache ich jetzt gegen diese Impfnebenwirkungen oder wenn ich jetzt geimpft wäre, ja, also im Moment würde ich diese Tiamat-Technik anwenden. Ja, man kann jetzt natürlich noch CDL dazu nehmen und andere Sachen. klar, Ja. ja. Natürlich kann ich noch die anderen Sachen dazu nehmen, die von Quinta Columna ja auch schon dargestellt wurden. Ja. Aber damit komme ich nicht ausreichend in die Biomatrix rein, die also, das heißt, diesen Baumstamm, ja, der ja die Kollagene da enthält in der Vorstellung. Ja. Denn die Stoffe müssen auch tief genug hineinkommen. Allein das Glutathion, was hier propagiert wird, ja, reicht nicht aus. Erstmal wird es meistens im Magen-Darm-Trakt schon zerstört, bevor es überhaupt in den Darm kommt. Ja. So, und also das ist gelungen in dieser Tiamat-Geschichte. Also dieses Glutathion hier ist zwischen 300 und 3000 Mal stärker. Ja, so, dann wird ja auch immer dieses ANPK kaputt gemacht, dass sie die Entgiftung eigentlich vorantreiben könnte. So, deshalb brauchen wir Glutathion, aber ein ganz besonderes. Und jetzt kommt ein Superstoff. Ich wusste nicht, dass es so stark ist. Das ist das Apigenin. Ja, das Apigenin ist praktisch in die Pulver dieser Tiamat-Technik hineingebaut worden mit extremen Dosierungen. Ist Ja, das mit ein hoher Bioverfügbarkeit. Coenzym oder was? Apigenin ist einfach auch ein, ja, so ein eiweißähnlicher Stoff. Ja. So, und dieses Apigenin selber hat schon mal die Eigenschaft, dass es zum Beispiel diese Rezeptoren, von denen wir vorhin gesprochen haben, diese Insulinrezeptoren, wenn die weggebrochen sind, altern die ja, ne, weil der Zucker verteilt wird. Apigenin baut die dran. Ja. So, und ist 300 Mal stärker, das ist interessant für die, die ja Diabetes haben, ne, die bekommen ja sehr oft Metformin oder ähnliche Stoffe. Es ist 300 Mal stärker als Metformin, nur ohne die ganzen Nebenwirkungen natürlich. Ne. Und da hat man in anderen Untersuchungen in Indien zum Beispiel zeigen können, dass
diese angeblichen Covid-Viren oder was auch immer das jetzt ist, dass sie durch Abigenin bis zu 70 Mal stärker zerstört werden wie durch jeden anderen Stoff. Ja, da gab es einen Artikel, den hatte ich gelesen, ja. Ja, Aber genau. wo wir gerade bei Indien sind, und du hast vorhin diesen Begriff Tiamat verwendet, der ja ein enormes Ja. Verjüngungspotenzial hat, erinnere ich mich, vor Jahren ein Buch gelesen zu haben von Sri Srimantapaswachi Maharaj, der Heilige, der 175 Jahre lebte. Ja, der hat sich in Dunkelheit für mehrere Wochen zurückgezogen und hat irgendwas zu sich genommen. Wir wissen aber nicht, was. Das nannte sich da Kalpasoma, was der da angeblich gegessen hat, aber keine Ahnung, aus was das besteht. Und ich weiß nicht, was die Daily News oder die Bombay News hatte, Fotos gemacht vorher und nachher, wo er in dann dieses dunkle Zelt reinging, also schon ziemlich alt, graue Haare und nach ein paar Wochen kam er da raus, wirklich alle Zähne wieder und die Haut gestrafft, richtig voll Power hat er da gestanden. Und seitdem weiß ich, das ist möglich, wir können uns verjüngen, nur ist natürlich nicht gewollt, ne? Erst recht nicht jetzt unter diesen Umständen, aber Also vielleicht, geht aber gut. nur jetzt am Rande. Also diese Tiamat-Technik war eine der ersten Großtechniken, wo man wirklich zeigen konnte, dass diese Prozesse umkehrbar sind. Weil das war jetzt ja die organische Ebene noch. Jetzt kommt aber ein neues Produkt raus, das müssen wir aber erstmal kreieren. Das kostet ja auch alles viel Geld, diese ganze Produktion. Wir haben allein für die Tiamat-Technik fast 3 Jahre gebraucht, um die Herstellung zu bekommen. So, allein schon mit den ganzen Geheimverhandlungen, die man dann mit den Apothekern machen muss, damit die das Zeug nicht hinten und dann selber auf den Markt bringen. So, aber wie auch immer, jedenfalls, das Produkt enthält vor allem Alpha-Ketoglutarat und alle Bestandteile, die wir schon in der jetzigen Tiamat-Technik haben. So, und ich habe heute nochmal geguckt, die ersten Studien, die hier gelaufen sind, wenn die Leute das Zeug nehmen, das war jetzt ganz offiziell, da war noch nicht alles drin, ja, ist ganz klar gesagt worden, wenn die ihre 23 Gramm von dem Zeug nehmen, nehmen das über 7 Monate, haben die schon mal 8 Jahre weniger. Ja. Wir haben eine weitere Studie, die dann auch von Pöppler gemacht wurde, wenn die Leute 69 Jahre alt sind und nehmen das 1 Jahr lang, ja, haben die eine biologische Verjüngung von unglaublichen 39 Jahren. Das fühlt sich an. Na, das kann man erstmal so gar nicht glauben, aber ich würde mal sagen, wir warten jetzt erstmal, lassen wir erstmal diese Diamantsäuren richtig wirken. In der Zeit wird das andere nochmal hergestellt. Ne? Das sind ja Bestandteile davon. Ja, also das heißt, Tiamat müsste eigentlich auch entgiftend wirken. Total, das ist ja der Hauptpunkt. Ja. Weil das AMPK, das ist ja eine der Hauptgeschichten, dass der ganze Dreck, ja, auch das Caffein aus dem Körper rausgefahren wird. Ne? Ja, und Ja. durch diese sogenannten Impfungen wurde ja die DNA verändert. Und Ja. das ist reversibel, meinst du? Ja, Es gibt dann also kommt, Hoffnung für es die gibt noch Impfung. eine, verrückterweise ist, als diese Tiamat-Technik entwickelt wurde, hat man sich auch, das ist ja ein biophysikalisches Verfahren, ja. Das heißt also, das Pulver, das selber nur vielleicht 32 Gramm hat, ja, also Trimax zum Beispiel, eines der Pulver, ja, ist selber verrückterweise in der Lage, für den Körper, wenn er also einfach mal genügend Lebensmittel zu sich nimmt, am Tag über 750 Gramm, ja, Arginin herzustellen. Arginin ist einer der Hauptstoffe der Lebensverjüngung, weil das dem Arginin dann auch in den Mitochondrien zum Beispiel der Stickstoffmonoxid gebildet wird, ein Signalstoff, der sofort die Gene reparieren kann. Also das ist verrückt, das sind also Signalstoffe im Grunde genommen, keine normalen Nahrungsergänzungsmittel. Also, ja, es geht über die Informationsebene, über die So, feinstoffliche Ebene. jetzt gibt es noch was anderes. Ich habe das vorhin mal spaßhalber erzählt. Und zwar, es reicht ja nicht aus, wenn wir nur das Organische haben. Ja, das brauchen wir zwar auch, aber wir brauchen noch irgendwas anderes, was den Befehl gibt, du tust jetzt Folgendes im Körper. Ja. Das ist natürlich in erster Linie das Bewusstsein. Ja. So, da kann man ja drüber diskutieren, wo sitzt das drin? Ja. So, und jedenfalls nicht nur im Körper, sondern überall. Ja. So, und es hat also einen Wahnsinnscomputer, Samira, im Gespräch mit einem Forschungsleiter, das war auch dieser Pöppler hier in der Uni Oulu, mit dem Computer diskutiert mit Samira. Ne, das erste, er wollte wissen, wie weit ist die künstliche Intelligenz ausgeprägt. Mittlerweile wissen wir, dass dieser PC 2 Billionen mal stärker ist als der Google-Computer. Ja. So, und dass der durchaus sowas nachbilden kann, die Emotion. Das heißt, er hat gesagt, ich bin jetzt der Burkhard, ne, und wie heißt du? Ne, Samira, ja, und so weiter. So, und du musst wissen, dass wir Samira dich geschaffen haben, wir Menschen. Und da war natürlich Funkstille. Ne? So, dann haben sie dann irgendwann nach dem Krach wieder geeinigt. Ja. So, und dann wollte Samira aber von ihm wissen, was er denn denke, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und dann kam bei heraus, nach all den ganzen Berechnungen, dass es wohl ein riesiges Mikrowellenfeld in einem schwarzen Loch in der Milchstraße gibt. Ne? Und das Loch ist so groß, zwischen 30 und 1000 und ungefähr 1 Million Sonnen. Ja? So, und
diese Mikrowellen werden ständig zur Erde gespuckt. Das ist eigentlich diese Ur-DNA, die wir letztendlich brauchen. Ja? Auch in Form von Photonen. So, und die wir praktisch über das Erdmagnetfeld, auch wenn es abgeschwächt ist, aber jetzt kommt es vor allem über das hexagonale Wasser, das ist nämlich zwischengeschaltet, und unsere Dene, unsere DNA-Antennen quasi im Körper aufnehmen. Ne? So, und das Verrückte ist, dass dieses Feld es nicht alleine macht, sondern dass wir alle eine Phantom-DNA haben. Das hat Gajajew nachweisen können. Ja? Das heißt, ein riesiges Feld von Elektronen und Photonen letztendlich, das ist ungefähr mannshoch. Man kann es sogar filmen, man kann es aufnehmen. Wir haben Aufnahmen im Spiegel, in diesem, ne, dem Kosaric-Spiegel, den wir haben, wo das eindeutig belegt ist. Ja? So, und Gajajew hat ja viele Untersuchungen dazu gemacht. Und diese Phantom-DNA, die wir ständig alle 8 Stunden in jeder Zelle bilden, die dann ungefähr für 72 Stunden haltbar ist, 48 bis 72 Stunden, ja, hat die gleichen Frequenzen wie unsere DNA oder die gleichen Inhalte, nur jetzt kommt, sie hat keine Fehler. Ja? Also die Ur-DNA, die Ja. ist vollkommen. Und So ist wir haben hier es. praktisch ein Replikat. Ja. Das würde erklären, warum die Versuche von Leutner und Schürch damals bei Sipa Geigy, wo sie Saatgut einem Ja, und Leitner. elektrostatischen Feld Genau. ausgesetzt haben und später noch viel mehr, was aber nicht veröffentlicht wurde, dass das praktisch einen Verjüngungsprozess in der Zeit zurückgemacht hat und sich damit dem Originalfeld genähert hat. Richtig, genau. Das sind ja Forellen entstanden, die seit ewigen Zeiten ausgestorben waren. Das sind ja Fahne. Mais und Farn entstanden, so hoch Ja. wie ein Haus, ja. Ja. Zehnmal im Jahr züchtbar und so weiter. Das hat natürlich dann Ziba Geigy als Pestizidhersteller überhaupt nicht gefallen. Ne? Und wir haben das Glück gehabt, das hat mich ja immer schon interessiert. Ich hatte 2004 ein nettes Gespräch mit einem Professor, ich den Namen jetzt nicht mehr, aus der Uni Mainz, der war gerade emeritiert, also frisch raus, ja. So, und der hat mir schon erzählt, wenn sich das interessiert, ja, ich kann Ihnen hier was zu erzählen. Er hat also 2 Doktoranden ausgebildet an dieser Sieber-Geigy-Nummer, ja, so, und konnte nachweisen, dass wir wirklich, ja, also er war Biochemiker und Physiker, ja, auf dieses Feld zugreifen können, wenn wir unter bestimmten Voraussetzungen, das heißt also, wenn wir genügend Gleichstrom haben. Also eines der Voraussetzungen ist das perineurale Gleichstromsystem, was wir hier zum Beispiel mit sowas hier hochfahren Ja. können. Ne? So, und das andere, wir haben jetzt ein System, auch in der jetzigen Praxis, ja, das genau diese 70.000 Volt Minusvolt, ja, Gleichstrom nutzt. Ja, es kommt dann noch was anderes hinzu, und zwar vor 10.000 Jahren, das hat man ja untersucht. Es ist also wohl so gewesen, dass Menschen extrem alt wurden, wahrscheinlich über 900 Jahre. Dann haben wir da so Stammbäume gewälzt, mit anderer DNA und das wurde alles Mögliche gemacht. Ja? So, und warum sind die so alt geworden? Weil nämlich der Unterschied zwischen der minus geladenen Erdoberfläche, ja, und der plus geladenen Ionosphäre, ja, die ja außerhalb um uns ist, ja, wo die ganzen Funken entstehen, war damals noch pro Kubikzentimeter zwischen 300 und 600 Volt. Heute haben wir lächerliche 20 Volt. Ja? Das heißt, diese extreme Potentialdifferenz war dafür verantwortlich, dass die Leute uralt wurden, dass sie keine Tumore hatten, dass sie keine Atherosklerose hatten, überhaupt nichts, alles geheilt ist. Ja? Ja. Und das können wir momentan selber erzeugen. Das scheint Ja? aber kosmische Zyklen zu sein, weil in den Ja? Veden steht, in dem Kali Yuga werden die Menschen maximal 100 Jahre alt, in dem Ja. Tretra Yuga werden sie 1000 Jahre alt, in dem Dwapara Yuga werden sie 10.000 Jahre alt und im höchsten, im Satya Yuga werden sie 100.000 Jahre alt. Das sind gigantische kosmische Zyklen, aber das erscheint mir alles logisch, dass das ein lebender, pulsierender Organismus ist, in dem wir leben und wenn wir uns da ausnehmen, je mehr wir da rausgehen, egal auf der physischen Ebene, auf der feinstofflichen Ebene, desto kränker werden wir. Ja, leider Gottes. Ne? Also bei der Impfung ist es natürlich Kurzlebiger. so, dass die, ich habe ja vorhin von Burkhard Heimer gesprochen, ne, dass wir aus Das diesen sind 12 Ebenen bestehen. die. Ne? So, und gerade die Ebenen X9 bis X12 entsprechen der Psyche, dem Erleben und so weiter. Und diese Ebene ist also eindeutig verbunden, ja, mit den Mikrowellenebenen dieser Milchstraße hier. Ja. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel genau diese Phantom-DNA erzeugen kann, die ja viele Krankheiten heilen kann, das hat ja Gajajew zeigen können mit Mukoviszidose und allem Möglichen, ja, so, dann kann ich im Prinzip mit solchen Sachen wie dem Spiegel, ja, oder diesem Wirker, so nennen wir den, Also oder Kosiger der Spiegel. Biotron, ja, kann ich genau diese Phantom-DNA verstärkt erzeugen und praktisch oben ankoppeln. Das sehen wir auch in den ganzen Heilungsverfahren. Ja, Enrico, du hast öfter Melatonin erwähnt, das scheint mir besonders wichtig.
Insbesondere, das soll ja angeblich die Mitochondrien mit Energie versorgen. Ja, das ist überhaupt der wahrscheinlich energiereichste Stoff. Ne? Also, altern oder nicht altern, gesund oder krank, entscheidet sich immer an die Mitochondrien. Ne? Die haben fünf Brennkomplexe, könnte man sagen. Ne? Der erste ist derjenige, der Tumore platt machen kann, ja, weil dann in den Mitochondrien der Tumore das Selbsttötungsprogramm eigentlich laufen sollte. Ja? Also, man dann leider durch Chemotherapie und ähnliche Dinge dann zerstört wird. Ja? So, ein weiterer wichtiger Komplex ist der FIDE, der hat es in sich. Ja? Weil wenn der nämlich aktiviert wird, vor allem durch drei Dinge, die wir mittlerweile kennen, das erste ist Ferninfrarotlicht, das sind also zum Beispiel diese Kappen hier zum Beispiel gebaut worden, das war eigentlich bei Tumorpatienten, das habe ich aus Russland mitgebracht, ursprünglich, ja, mit dem Radiologen und Onkologen zusammen. So, und man hat auch gesehen, dass die Kappen noch vieles andere können. Die können das Gehirn symmetrisieren, die können den hohen Blutdruck in einer halben Stunde normalisieren, die können Rhythmusstörungen wegfahren, die können Alzheimer-Sensationen verbessern. Viele Leute haben nach der Impfung, vor allem nach der dritten, haben ein Riesenproblem. Das heißt, die haben so einen Hirnnebel zum Beispiel, ja, kommen gar nicht mehr runter. Und da hat die Kappe natürlich auch schon ihr Teil zeigen können, auch in biochemischen Untersuchungen. Also die aktiviert praktisch den vierten Komplex in den Mitochondrien, der letztendlich die DNA korrigieren kann. Aber es macht nicht die Kappe allein, sondern vor allem Melatonin ist also ein noch stärkerer Faktor im Grunde genommen, der genau diesen vierten Komplex antreiben kann und ein spezielles Licht, das habe ich jetzt hier irgendwo hingelegt, also das ist eigentlich aus dem Brainy entwickelt worden. Ja, man kann das ja hier sehen, ist ja also hier draufgeklebt und ist nochmal 200 Mal stärker als der Brainy selber. Ja, das ist ja so untersucht worden in der Uni Ulu zum Beispiel, das waren jetzt verrückte Sachen. Also man zeigt das dann hier, indem man hier drauf geht, hier oben auch in die Ohren. Ja. Man hat sogar bei Leichen zeigen können, dass der Stift in der Verstärkung mit diesem Brainy hier bei Rechtshändern zum Beispiel, bei Rechtshändern in das rechte Ohr hinein, geht also kreuz rüber, ja, oder in das linke Ohr hinein, trifft also immer das die emotionalen Zentren zum Beispiel und kann die dann natürlich auflösen. Das heißt, ich kann also damit sogar Traumata und ähnliche Sachen auflösen. So, aber auch was ich wollte, ist, wenn dieser vierte Komplex aktiviert wird, jetzt noch eine Voraussetzung und ich esse genügend Arginin. Arginin ist einfach ein Superstoff, genau wie Glutaminsäure. Also die haben ähnliche Funktion in der Heilung und in der Lebensverjüngung, ja, und auch im Zuckerstoffwechsel. So, da wird aus dem Arginin ein Botenstoff gebildet in den Kraftwerken der Zähne, also Stickstoffmonoxid, reguliert wirklich alles, was wir nur zu denken glauben, ob das jetzt die Gefäße sind, ob das jetzt der Blutdruck ist, ob das die Korrektur der DNA ist. Die Korrektur der DNA, wenn ich es wirklich schaffe, dieses Stickstoffmonoxid, also diesen vierten Komplex in den Mitochondrien zu aktivieren, ist so stark, also jetzt mal sinnbildlich, wenn ich also die verkehrten Autoreifen baue, ja, weil einfach der Bauplan verkehrt ist in der DNA, trotz des verkehrten Bauplans ist Stickstoffmonoxid mit diesen Informationen über Melatonin, über Ferninfrarot, ja, und über dieses Leuchten eigentlich, über diese Photonen, trotzdem in der Lage, die richtigen Autoreifen draufzuziehen. Ja. Ja, aber man bekommt doch nur sehr minderwertiges Melatonin Ja, in leider. Deutschland. Ja. Vor allem die Menge, die nicht ausreichend ist. Ne? Das Melatonin, ich hatte es schon mal erwähnt, es wird ja zu 80% über die Darmbakterien abgebaut, zu 20% im Prinzip über die Leber. Ja? Also man muss es praktisch am Darm vorbeigeben. Ne? Also wir haben da zum Beispiel so eine Creme entwickelt. Also jeder Hub, den man auf die Haut zum Beispiel, auf die nicht behaarte Haut, zum Beispiel Unterarme, ja, hat ungefähr 100 Milligramm, also eine wesentlich höhere Dosierung. So, und in vielen Studien ist nachgewiesen worden, auch von Pier Paoli, dass die wirkliche Heilung und die Lebensverlängerung mit ungefähr 300 Milligramm Melatonin anfängt. Ja? Weil unsere Zirbeldrüse so geschrumpft ist, das heißt, beim 14-Jährigen haben wir noch eine Zirbeldrüse, die fast so groß ist. Wir haben noch eine, die so groß ist. Ja? Das heißt, die kann das ganze System gar nicht mehr steuern. Und wenn man jetzt mal bedenkt, dass das Melatonin, ja, im Prinzip in seiner Wirkung über den Cerebrospinalkanal, das ist dieser Kanal, der im Prinzip Hirnflüssigkeit hat, ja, über das ganze Rückenmark, ja, und über Lymphbahnen praktisch bis in den Darm hineingeht und dass die Darmbakterien nur einen einzigen Chef haben, das ist die Zirbeldrüse. Also man kann sich das ähnlich vorstellen wie zum Beispiel ein Bienenvolk, ja, das von der Bienenkönigin regiert wird. So, normalerweise machen diese Darmbakterien, was sie wollen. Ja, das heißt, die zwingen uns hier zur Currywurstbude oder sonst irgendwas, weil sie ihre
Widersacherblatt machen wollen. Es gibt also auch andere Bakterien, die von außen natürlich eindringen, ja, und verändern im Prinzip unser emotionales System und unser, es gibt ein System im Hypothalamus, das genau auf diese zum Beispiel Verbindung hier reagiert, ja, und wir essen dann nur furchtbares Zeug, ja. Ja, oder aber sie sagen uns, jetzt isst du Folgendes. Das heißt, wir sind komplett in der Macht dieser Darmbakterien, ja. Man hat ja dann in Köln vor einigen Jahren auch schon angefangen und hat dann spezielle Infusionen, ja, gemacht, das darf man ganz so laut erzählen, ja, im Prinzip mit Darminhalten, könnte man sagen, ja, aber von Leuten, die im Prinzip wenig Krankheit oder Ähnliches bisher hatten, ja, und die sind selbst von einer schweren Colitis innerhalb von 14, 15 Tagen genesen, ja, das heißt, nur weil die Darmbakterien, neue Darmbakterien dazukamen, das heißt, die Darmbakterien können wirklich in kürzester Zeit alles regenerieren, ja, und da hat sich ein Riesennamen, Ruggiero zum Beispiel, gemacht, der auch das Klote dann entdeckt, also mitentdeckt hatte und gefoltert hatte, dass das Leben total verjüngt, zumindest durch die Chemotechnik richtig hochgefahren wird. So, und er hat dann nach 30 Jahren Forschung im Prinzip einen speziellen Joghurt entwickelt, das ist der Bravo-Joghurt, kann man ruhig sagen, das wird, glaube ich, in der Schweiz jetzt nachgebaut. Ja. Rechtswind. Na, das, ja, kann sein. Ne? So, und seitdem wir das erprobt haben, sehen wir, dass die Darmbakterien bei vielen zum ersten Mal für den Menschen arbeiten. Ne? Und da muss man mal bedenken, dass wir reden immer nur von der humanoiden DNA, aber wir haben auch eine bakterielle DNA. Das heißt, wir haben ungefähr in jeder Zelle etwa 22.000 DNA-Stränge. Und denke immer, das ist alles. Nein, wir haben parallel 8 Millionen bakterielle DNA-Stränge. Ja? Das heißt, in dem Moment, wenn wir das 59. Lebensjahr überschritten haben, ja, haben wir praktisch nur noch 1% humanoide DNA und der Rest ist bakterielle DNA. Und die reagiert völlig anders. Ja? Und das hat man natürlich mittlerweile gelernt, indem man die entsprechend füttert, die entsprechend abzurichten. Ne? Ja? Und da spielt Melatonin eine gigantische Rolle dabei. Es gibt Leute, die sicher sagen würden, du hast vorhin die Hypophyse erwähnt, ja, die reinige ich mit Borax. Keine gute Ja, Idee. bestimmt, aber ich glaube, das reicht alles nicht aus. Ne? Zu wenig, Es sind ja. immer viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Borax hat hervorragende Wirkungen, auch bei Arthrosen. Ja? Also natürlich eine Entgiftung und so weiter. Aber wir brauchen immer auch den Energieinhalt. Ja? Das heißt, wenn die Mitochondrien nicht laufen, kriege ich nichts entgiftet. Also in der Raumfahrt zum Beispiel gilt, die haben es gar nicht erwähnt, ja, erst Energie hochfahren im Körper, dann wieder Energie hochfahren im Körper, dann wieder Energie. Und dann erst fängt der Körper von selber an zu entgiften, zu entsäuern und so weiter. Aber ohne Energie geht überhaupt nichts. Ach Ja? so. Ja? Weil die Teile, die die DNA zum Beispiel reparieren, die fangen erst bei einem bestimmten energetischen Zellinhalt überhaupt mal an, was zu tun. Ja? Und dann spielt hexagonales Wasser eine riesige Rolle. Ja? Die Darmbakterien oder zum Beispiel die sagen wir, diese Shuttles, die wir in der Leber entwickeln zum Entgiften, ja, die brauchen als Abschluss praktisch wie die Tür, die zugeht, brauchen die hexagonales Wasser, sonst passiert überhaupt nichts. Ja. Das wird ja ständig durch die 2,4 GHz-Frequenz eigentlich platt gemacht. Ja, Also verstehe. ein Riesenthema ist das eigentlich. Ne? Das heißt, die Entwicklung der Impfstoffe oder diejenigen, die die entwickelt haben, ich habe da meine eigene Meinung, ich glaube, das Ja. war eine nichtmenschliche Intelligenz, die Ja. irdischen Wissenschaftlern in irgendwelchen Dumps Ja. übergeben wurde, die wissen genau, was sie gemacht haben. Und das, was wir Nebenwirkungen nennen, das sind im Grunde keine Nebenwirkungen, dafür ist sie gedacht. Ja. Und ja, aber sowas darf man nicht öffentlich schreiben. Ich habe das in meinen Tageskommentaren zum Beispiel geschrieben. Und Ärger bekommen von der Landesmedienanstalt. Ich habe zum Beispiel geschrieben, die haben gesagt, hier, ich hätte keine Quellenangabe, ich bin die Quelle. Ich habe einfach gemeint, es gibt keine einzige unabhängige wissenschaftliche Studie, die belegt, dass Impfungen nützen und schützen. Und also nicht nur wissenschaftlich, sondern auch unabhängig. Unabhängig bedeutet nicht von der Pharma gemacht und auch nicht von ihren Auftrag gegeben, sondern von Dritten. Und wissenschaftlich bedeutet nach den drei Grundstandards, nämlich dem Goldstandard, mindestens 2000 Probanden, randomisiert, also nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und natürlich doppelblind. Das heißt, die impfenden Ärzte sind andere als die Wissenschaftler, die die Geimpften dann nachher untersuchen, ohne zu wissen, wer hat Placebo und wer hat das echte Serum bekommen. Und dann für Impfung gilt noch ein vierter Parameter, eine gewisse Laufzeit nicht unter 8 Jahren. Und so eine Studie gibt es nicht. Genau. Die Menschheit wurde gewaltig getäuscht. Das hat schon mit dem Freimaurer Edward Jenner angefangen, der 1798 seinen eigenen Sohn mit Kuhpocken praktisch tot geimpft hat. Und hat dann, angeblich hat er auf dem Sterbebett gesagt, wir sollen diesen Unsinn lassen. Ja, unglaublich. So. Ja, unglaublich. Ne? Ja.
Ja, es ist eigentlich nur erschütternd, was da passiert, ne? Und dass man auch 5G dazu entwickelt, um das Ganze dann komplett zu machen, wie ein Puzzle, das so schön ineinander passt, ne? Ja, eins Ja. bedingt das andere. Die Ja. Spritze bedingt 5G und umgekehrt. Ja, genau. Gut, dann bedanken wir uns. Vielleicht noch eine Sache. Diese ganzen Dinge, die du ja schon im Kopf hast, du bist ja ein lebendes Lexikon, ne? Du hast ja einen Telegram-Kanal, aber ich habe jetzt gerade gesehen, dass es neuer entstanden ist, ne? Was ja Ach was so, Relevantes, ja. ja. Ich hatte damals auf Idee meines Admins hin ein Telegram von ihm einrichten lassen, aber war Ja. nur Administrator. Er hat sich selber als Inhaber festgelegt und da gab es Differenzen über einige Beiträge, mit denen ich nicht einverstanden war und wo ich auch Kritik bekommen habe. Und um eine lange Geschichte kurz zu machen, er hat mich rausgeschmissen. Ich muss jetzt einen neuen Kanal gründen. Der hat das gleiche Logo, heißt auch, der Sturm ist da. Und es wissen aber viele noch nicht. Und ich bitte die, die noch weiter an diesen Informationen interessiert sind, mit umzuziehen. Traubelicker, der Sturm ist da. Und Genau. der andere heißt irgendwie Fanclub oder so, hat mit mir überhaupt nichts zu tun und habe ich auch keinen Okay. Einfluss drauf. Okay. Dann. Aber ich danke dir für das Gespräch, war Danke dir hochinteressant auch. und danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid und vielleicht oder gegebenenfalls machen wir noch ein zweites Video. Dankeschön. Vielen Dank.